zu spät. Ist Percival bereit für die Überfahrt? Das schon, aber sie lassen uns nicht ziehen. Wir sind Bestandteil von Hänsels Plan. Hänselt ist mir egal. Schillert hält Triss gefangen. Ich muss ihr helfen. Das geht jetzt nicht. Sie lassen uns nicht ablegen, solange du den Fluch nicht aufgehoben hast. Und zu Fuß haben wir gleich keine Chance. Wenn sie sie tot wollten, hätten sie sie längst umgebracht. Außerdem wissen wir, wo Schillard hin ist. Nach Lokmuin, Hexer. Die Herrscher und Zauberer treffen sich in Lokmuin, um über das Schicksal der Welt zu beraten. Da findest du auch Triss. Ich verspreche es dir. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher 2 Assassin of Kings, meine Freunde. Ja, diesen Strang kennen wir nur zu gut. Jetzt kommt selbst mir so wie ein Déjà-vu rein, weil wir sind ja hier wieder gestrandet, könnte man sagen, auch in der letzten Folge. Nur da sind wir als Feinde eingelagert worden und jetzt sind wir als Freunde hier. Naja. Mal schauen, ob das hier auch so cool sein wird gleich wie auf der anderen Seite. War auf jeden Fall spannend in Jorvets Teil. Nur leider wurde eine Mission letztens, also gestern abgebrochen. Also abgebrochen. Wir müssen sie weitermachen, wenn wir wieder in Bergen sind. König Hänsel erwartet dich. Und aber heute, ja, ich weiß. Reiß dich aber zusammen. Jetzt gehen wir zu König Hänsel. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob wir sonst noch was machen können, sprich mit König Hänsel, ewige Schlacht. Der Blutfluch geht zu König Hänsel. Verschwörungstheorie haben wir alles gemacht. Das Symbol des Glaubens, wo ist denn das noch? König Hänsel erwartet. Das haben wir noch nicht, ist mir egal. König Hänsel kann dich kenn ich doch. Mich noch so erwarten. Wir haben hier noch was zu erledigen, mein Freund. Hä? Wo ist denn das? Ich muss doch nicht zu König Hänsel, der. Nee, sehe ich nicht ein. Wo muss ich hin? Nee, nee. Da muss ich schon woanders hin. Scheint mir. Ich muss immerhin das Glaubensding finden. Mal schauen, wo das ist. Ja, gut. Wir gehen mal hier entlang. Mal schauen, ob wir hier raus müssen. Ach so, nö. Das Symbol des Glaubens ist hier. Schade. Naja, gehen wir rein und gucken uns hier um. Hä? Ach so, ich sollte beim Eingang rein. Ich bin so ein Vollhorst. So. Hast du mehr über den Fluch erfahren? Auf der anderen Seite hält sich ebenfalls ein Zauberer auf und erkundet das Schlachtfeld. Eine Zauberin, um genau zu sein. Woher weißt du das? An ihren Zaubern sollt ihr sie erkennen. Ihre seltsamen Zaubersprüche, dazu die Gehirnform. Frauen sind einfach anders. Es könnte Triss sein. Nein, Hexer, diese Person ist ungleich mächtiger. Hast du mit dem König gesprochen? Er freut sich außerordentlich, dass man ihn vom Fluch befreien kann. Gut. Ich brauche nämlich das Medaillon des Priesters Crest. Offenbar hat das der König. Der gibt dir nichts, solange du ihn nicht vom Fluch befreit hast. Naja, verständlich. Wer sich mit Drauguren anlegt, hat keine guten Karten. Schon gut, Detmold. Ihr habt nur Angst, dass ich euch in diesem Saustall im Stich lasse. Nein, ich weiß ja, weshalb du hier bist. Und was den König angeht, putz ihn runter, beschimpf ihn, verfluch ihn, wenn es sein muss. Aber ratsam ist das nicht. Mach's gut. Okay, mach's gut. Wir haben jetzt mit ihm gesprochen. Das heißt, wir müssen wirklich zum König. Symbol des Glaubens geht's nämlich jetzt nicht mehr weiter. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Triss zu finden, weil sie das letzte Teil hat.
Rede mit König Detmold, oder was? Rede mit König Hänsel, sorry. Über den Blutfluch und so. König Hänsel erwartet dich. Und ob das Lager? Jetzt gleich gut ein kommt, Saustall ist da. Ich speichere noch mal kurz, damit es auf jeden Fall klappt. Danke, Schatzi. Sie hat mir nämlich gerade mein Trinken gebracht, was ich ziemlich cool fand. Wo ist Riss? Das wüsste ich auch gerne. Sicher in Lokmuin oder so. Habe ich jetzt hoffentlich nicht das Falsche abgespeichert. Ja, gut. Die andere Stelle ist noch vorhanden. Ab zu Hänselt. König Hänselt erwartet dich. Ja, ich nenne den immer noch Spasti Hänselt, weil er einfach nichts auf die Kette kriegt. Schüllkraut. Nee. Endlich. Hast du Sabrina Spieß? Nicht nur den. Ich habe alle Artefakte bekommen. Es soll nicht zu deinem Nachteil sein. Und jetzt Magie. Hier starb sie. Nachdem sie alles verhunzt hat. Die Bosheit dieses Ortes ist fast greifbar. Im Kerzenlicht umso mehr. Die Leute sind verrückt geworden. Irgendwer behauptet, die Schlampe wäre den Märtyrertod gestorben und schon zünden sie Kerzen für sie an. Ich muss diesen Ort aus der Distanz sehen. Während der Exekution stand ich auf der Anhöhe da drüben. Ich zeig's dir. Okay, Hänselt, zeig mir mal, wo du standest. Weil ich brauche eine Anhöhe, sonst läuft es hier gar nicht. Vor allem brauche ich hier mal, einen Ausblick, könnte man sagen. Aber wie geil das eigentlich aussieht für damalige Verhältnisse. Ziemlich genial gemacht. Gänsehaut-Feeling on the road. Ebenes Gelände. Sehr gut. Machst du dir Sorgen um deine Füßchen? Herr, ihr müsst Schutzrunen um den Scheiterhaufen herumzeichnen. Das war doch Sache der Hexer, nicht der Könige. Oder irre ich mich da? Es ist wichtig, dass ihr selbst den Kreis zeichnet, Majestät. Wichtig für wen? Sabrina hat euren Tod prophezeit. Was denkt ihr also? Gut. Jetzt sagt mir, was geschehen wird. Um den Fluch aufzuheben, müssen wir die Ereignisse von vor 3 Jahren rekonstruieren. Wie willst du das machen, wenn die meisten Beteiligten längst die Würmer satt gemacht haben? Es geht um die damalige Energie. Die Energie derjenigen, die den Fluch aussprach, in Verbindung mit der Energie des Ziels. Wenn es euch gelingt, mit dem Sand die richtigen Runenzeichen zu streuen, erscheint Sabrinas Geist. Ruf die Schlampe ruhig ins Leben zurück. Ich ramm ihr mit Vergnügen meinen Spieß in den... Denkt daran. Ihr müsst sie genau da treffen, wo sie damals der Soldat traf. Nur früher, ehe sie den Fluch ausgesprochen hat. Die Wunde finde ich schon. Aber wie erkenne ich den richtigen Zeitpunkt? Sobald ihr hört, dass sie euch erwähnt. Gebt acht, denn dabei muss nicht unbedingt euer Name fallen. Ist das alles? Damit endet eure Rolle. Den Rest erledige ich. Während ich den Exorzismus durchführe, können übrigens Geister erscheinen. Können oder werden? Das hängt von der Aura ab, über die Sabrina im Jenseits verfügt. Kann mir kaum vorstellen, dass die Dreckskuh bei den Geistern beliebt ist. Gut, sag mir, was ich zeichnen soll. Bringen wir es hinter uns. Ihr müsst dort hinabsteigen, Majestät. Und du? Ich leite euch an. Von hier aus habe ich den Überblick. Oh, Freunde der Nacht, wir müssen heute schon früher beenden, weil ich habe keine Ahnung, wie wir hier weitermachen sollen. Was passiert, wenn wir zurückgehen? Runen zeichnen, aha. Das können wir also. Leite Hänsel so an, dass er die magischen Runen aus Detmolds Zauberbuch zeichnen kann. Ja gut, wir gucken uns zuerst mal hier um. Wir haben ja so Sachen hier. Wo sind... Nee, die Standarte brauchen wir eigentlich nicht.
Wir brauchen auch nicht Detmolds Zauberbuch, oder? Oder doch? Ist das Glevisix? Wie soll ich sagen? Zeichnung oder so? Kerzenabrechnung? Was? Ich habe wirklich jeden Mist hier mitgenommen. Ja. Das Pontatal, Detmolds Zauberbuch. Ja, wie gesagt. Ich kann mir nur vorstellen, dass das das ist, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich google mir das mal nach oder so, weil hier bin ich wirklich verloren. Sonst wird es hier falsch ausgehen und ich habe keinen Bock dazu. Tut mir leid für den kürzeren Part. Ihr hattet ja gestern einen 50-minütigen Part. Von daher läuft's bei uns. Danke fürs Zusehen, für den kurzen Part. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, hier in der übernächsten Folge hier weiterzumachen. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü!